Beim Spiel des Eiskapis für Salzburg und dem SV Kuchl in der Altersklasse U12 zunächst einmal die in gelb-schwarz spielenden Gastgeber am Ball, die mit Julian Pöschl im Tor beginnen. Schuss und der Ball geht zum ersten Mal drüber über das Tor von Alexander Hemsi, der im Tor der Gäste begann. Ist jetzt wieder die Kuchler. Gut gemacht von den Gastgebern. Hier ein sehenswerter Zweikampf, Kontermöglichkeit über die linke Seite. Aber es bringt nichts. Vielleicht jetzt. Neuer Versuch. Aber auch kein Problem für Alexander Hemsi. Es bleibt beim 0:0 nach der ersten Halbzeit. Beide Goalies agierten absolut fehlerfrei. Dann die zweite Halbzeit. Die Goalies wurden auf Seiten der Gäste gewechselt und Oliver Nemeth kam für Alexander Hemsi, der wie gesagt absolut fehlerfrei agierte, ins Spiel. Jetzt wieder Einwurf. Pass, aber auch jetzt wieder. Einwurf. Kann den Ball in der eigenen Hälfte behalten. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Läuft vor. Zieht ab und abgewehrt. Herrlich gemacht von Oliver Nemeth. Eine absolut sehenswerte Parade. Doch die Gastgeber setzt nach. Zunächst wieder eine herrliche Aktion. Läuft auf das Tor zu. Zieht ab, Tor! 1:0 durch die Nummer 12. Daryl Kilcoch. Keine Chance für den Torhüter der Gäste. Oliver Nemeth ist Gastgeber gehen in Führung. Diese Führung währte bis zur 53. Minute. Schöner Angriff über die linke Seite. Wird hier nicht attackiert. Zieht ab und da! Ausgleich durch Gabriel Josic. Keine Chance für Julian Böschl im Tor der Gastgeber. Und dieses 1:1 ist auch der Endstand dieser Begegnung.